Jetzt muss ich rückwärts. Hallo, und hier ist wieder Lauffeuer TV. Wir melden uns vom dritten Tag der Deutschen Feuerwehrmeisterschaften aus Cottbus. Was ihr eben im Intro gesehen habt, waren die Bilder der gestrigen Lagerolympiade in der Fürst-Pückler-Schule. Da hatten wir Stimmen der einzelnen Gruppen für euch eingefangen. Neben mir steht jetzt der Nico. Die Wettbewerbe sind heute Nachmittag bereits gelaufen. Ich frage dich einfach mal, wie hat dir das Land in Cottbus so gefallen? Ja, also die Unterkunft und alles ist ziemlich gut, bis auf der Wettkampf, den haben wir erwartet. Also wir haben was Besseres erwartet, aber sonst ist alles top. Essen gut, Unterkunft gut. Ja, nur viele Mücken. Hat Spaß gemacht, viel Erfahrung gesehen, gute Teams. Ist echt gut hier. Also ist gut gewesen, die Stadt ist schön. Jo, Wetter ist gut. Neben mir steht jetzt die Michelle. Die Wettkämpfe sind vorbei. Ich frage dich einfach mal, wie hat es dir bislang gefallen hier in Cottbus? Also mir hat es sehr gut gefallen. Die Ampeln sind zwar ein bisschen doof, aber sonst ist eigentlich ganz gut. Das Frühstück schmeckt auch gut. Aber es gibt halt nur Kaffee für mich vorher. Während die Jugendfeuerwehren ja heute ihren freien Tag hatten und die Stadt erkundeten, laufen hier im Stadion die verschiedenen Disziplinen der Wettbewerbe, und zwar vorrangig für die Erwachsenen, sowohl Männer- als auch Frauenmannschaften. Dieses Teil, auf dem ich jetzt hier gerade Platz genommen habe, ist der Schwebebalken, der heute unter anderem eine der großen Herausforderungen beim 100-Meter-Sprint gewesen sind. Andere Disziplinen waren zum Beispiel die 4x100-Meter-Staffel und der Löschangriff trocken. Merkmale 1. Wiederholen, die Vorbereitung treten ein. Dass es keine Fehlerwarnscheinung gibt. Lang erwarteter Höhepunkt aller Disziplinen dieser Tage hier in Cottbus war natürlich die Siegerehrung, die hier im Stadion stattfand. Was es versprochen hat. Alles nahe dem Siedepunkt. Spitzenleistungen, Spitzentemperaturen und dauerhafte Siegerstimmung tagsüber und des Nachts im Zelt. Danke. Ja. Selbst der kühlende Swimmingpool hat sich extrem bewährt. Der Abend in Cottbus war von Medaillenregen und Pokalen beherrscht. Bei der Siegerehrung ging es um nicht weniger als die Tickets zur CTF-Olympiade im Jahr 2013 im französischen Mulhouse. Dabei konnten die Gewinner des letzten Bundesentscheids im CTF-Wettbewerb Oberneukirchen und Dabel ihre Plätze verteidigen. Die Oberneukirchner konnten sich doppelt freuen. Nachdem sie bereits 2010 zum dritten Mal in Folge den CTF-Bundeswettbewerb gewinnen konnten, hat sich der DFV-Präsident Hans-Peter Kröger entschieden, einen neuen Wanderpokal zu stiften. Den alten Pokal dürfen die Bayern nun behalten. Ausblick:
Brandenburgs Innenminister Dietmar Woidke unterstützt die Bewerbung von Cottbus als Austragungsort für die CTF-Olympiade 2017. Wir stellen können, im Jahr 2017 die Feuerwehr-Olympiade hier in Cottbus durchzuführen. Ja, Herr Oberbürgermeister, wir können. Lauffeuer TV verabschiedet sich von den Deutschen Feuerwehrmeisterschaften 2012 in Cottbus und freut sich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist.